Ja, hi Helmut hier. Ich freue mich, dass du dir dieses Video ansiehst. In dem Video geht es darum oder erkläre ich, wie ich mit meiner Depression hier in Thailand umgehe, beziehungsweise wie es überhaupt zu meiner Depression gekommen ist. Und ich mache dieses Video, weil ich noch immer von dem Video, warum ich nach Thailand ausgewandert bin, sehr viele E-Mails bekomme, quasi auch Anfragen bekommen von Menschen, denen es in der emotionalen Welt auch nicht sehr, sehr gut geht, wie sie damit umgehen sollen, und Leute mich fragen, ob ich Tipps habe, wie die mit ihrer Lebenssituation umgehen sollen. Ich kann niemandem sagen, wie er umgehen soll mit seiner Lebenssituation, weil ich die von niemandem kenne. Das, was ich jetzt hier mache, ist, ich mache ein Video und erkläre, wie ich damit umgehe. Also das ist nicht nur ein Video, wie man mit einer Depression umgeht, sondern generell mit den verschiedenen Hindernissen und mit den Problemen des Lebens, die wir haben, wie man damit oder wie ich damit eben quasi umgehe. Und wenn eben ein einziger Mensch, der dieses Video sieht, dadurch einen Vorteil hat, dadurch seine Gefühlswelt verbessern kann, dann hat für mich dieses Video den Sinn absolut erfüllt. Denn der Grund, warum wir in eine Depression sehr, sehr oft kommen, ist ja eigentlich nichts anderes, dass wir aufgrund von irgendeiner fehlenden Problemlösungskompetenz oder von einer unzureichenden Problemlösungskompetenz irgendwie beflügelt sind und irgendwann die ganzen Probleme, mit denen wir zu tun haben, diese einfach nicht mehr bewältigen können und dann ganz einfach irgendwo niedergedrückt werden. Daher kommt ja auch das Wort Depression von Reprimere oder so irgendwie, von irgendwas Lateinisch, von eben niederdrücken, und man hat dann eben eine sehr, sehr niedergedrückte Stimmung mehr oder weniger. Warum spreche ich darüber und sage nicht ganz einfach, geh zum Psychiater? Die ärztliche Akutversorgung bei Depressionen ist sicherlich super, speziell in Europa. Da gibt es überhaupt nichts darüber zu reden. Wenn irgendjemand nach einem Selbstmord versucht, der gehört in eine Klinik, weil von dem, dessen Körper, also das ist jetzt nicht nur der Geist, dessen Körper ist ja so verseucht von negativen Hormonen, da gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass der irgendwie mit der Gedankenwelt sein Hormonhaushalt im Körper noch beeinflussen kann. Der ist wirklich deprimiert, und ich glaube auch wirklich, da ist das Beste, was es gibt, einmal zunächst einmal wirklich mit Medizin jemanden zu versorgen, wie ich das hier vielleicht halt mit dem Weed gemacht habe. Also der kann dann keine positiven Gefühle mehr fühlen, deswegen, das ist sicher super. Aber was ich eben herausgefunden habe, dass eben weder Psychiater noch Psychologen noch Ärzte irgendwie in der Lage sind, eine Depression zu heilen. Im Gegenteil, je mehr man sich damit befasst, umso mehr wird da ja gesagt von der Wissenschaft direkt so, ja, Depression kann man nicht heilen. Ich habe ja viele Facebook-Gruppen hier, bin da vielen Facebook-Gruppen beigetreten im Bereich Depressionen und so weiter, und da hatte ich das Gefühl, Mann, ey, die Leute jahrelang in Therapien und nichts passiert, deswegen sage ich das. Also ich sage das nicht ganz unbedarft, wenn ich sage, also ich sage nicht, dass das jetzt schlecht ist. Also jede Psychotherapie ist super, das ist immer besser als nichts zu tun. Aber wenn du wirklich dieses hohe Ziel von einem gesunden Geist erreichen willst, obwohl ich jetzt noch weit davon entfernt bin wahrscheinlich, dann kannst du dich nicht auf Ärzte verlassen, sondern da kannst du nur Selbstverantwortung übernehmen und für dich selber schauen, was für dich wirkt. Und deswegen möchte ich in dem Video meine Strategien, die Sachen, die ich mache, hier eben mit euch teilen. Denn das, von dem ich hier spreche, das ist nicht irgendeine graue Theorie, die aufgrund von irgendwelchen Studienlagen funktionieren sollten. Das, von dem ich spreche, ist die Praxis. Das, was ich mache und tue für mich und was für mich funktioniert und funktioniert hat, um mich aus einem extremen Loch, also ich war in einer extremen tiefen Depression im Endeffekt, mich da wieder herauszuholen. Also keine Theorie, das sind ganz einfach praktische Anleitungen, die ich glaube, jeder Mensch machen kann. Es gehört aber allerdings eine Riesenportion Mut dazu, weil es ist nicht immer einfach und es ist auch sehr anstrengend und sehr schmerzhaft zum Teil. Muss ich vielleicht oder sollte ich vielleicht gleich einmal vorweg auch sagen. Ja, vielleicht sollte ich überhaupt einmal, ich lese einmal vor jetzt an, was so eine Depression ist, also nach der internationalen Klassifikation, die da im medizinischen Bereich gebraucht wird. Ich lese das mal vor. Die Hauptsymptome sind gedrückte depressive Stimmung, Gefühl der Gefühllosigkeit bzw. das Gefühl anhaltender innerer Leere.
Interessensverlust und Freudlosigkeit, Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Das sind ja alles Dinge, die jeder Mensch, die jeder ganz normale Mensch auch immer irgendwann einmal verspürt. Das ist ja nichts, wo man jetzt sagen kann, aha, das ist was Außergewöhnliches. Krank wird es dann, wenn du es eben so extrem verspürst, dass du eben über lange Zeit keinen Sinn mehr siehst im Leben, fertig bist, Probleme hast, dir die Zähne zu putzen in der Früh, dich zu waschen und alles irgendwie sinnlos erscheint und einfach die Hände tonnenschwer sind, wenn du aufstehen willst am Morgen. Du hast das Gefühl, dein Körper wiegt eine Tonne, wenn du aus dem Bett raus willst. Und das irgendwie geht da einfach eh alles am Arsch vorbei. Auf der anderen Seite hast du aber wieder so ein Gefühl von Nervosität, weil irgendwie wieder nichts passt und so weiter und so fort. Also warte nochmal, gibt es da noch etwas? Ja, so verminderte Konzentrations- und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, also ja, vermindert klingt gut. Ich habe mich wieder gefunden mit null Selbstvertrauen, mit null Selbstwertgefühl, Suizidgedanken, schwere Betroffenheit, völlige Sinnlosigkeit, ja, Schlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen steht da, das hatte ich auch extrem lange, das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Bin da immer um 4 Uhr, 5 Uhr morgens, entweder bin ich um 4 Uhr, 5 Uhr morgens aufgewacht oder ich bin erst um 5 Uhr morgens eingeschlafen, auch wo ich hier noch als Lehrer unterrichtet habe, um 5 Uhr eingeschlafen, um 6 Uhr musste ich wieder aufstehen. War manchmal irgendwie eine Scheißzeit. Aber wie kommt es eigentlich zu einer Depression? Es gibt ja super viele verschiedene Theorien, wie es zu einer Depression kommt. Ich bin da wirklich ein Fan von Paul Watzlawick, ein österreichischer Psychologe, aber vielleicht eh ein Amerikaner, was ich weiß, war der amerikanische Staatsbürger dann zum Schluss. In seinem Buch, ich glaube Lösungen hat das geheißen, dieses Buch, da schreibt er die Theorie, der Verrückte ist eigentlich der Normale, der einfach mit der Verrücktheit, mit dem Irresein der Umwelt nicht mehr zurechtkommt. Und das bringt ihn dann mehr oder weniger in eine Depression, in irgendeinen Geisteszustand des Verrücktseins, weil er mit der Verrücktheit dieser Welt irgendwie nicht mehr zurechtkommt. Und ich habe das für mich so irgendwie heraus, was die Theorie dafür ist, warum Menschen depressiv sind oder ein Burnout-System oder ein Burnout haben, ist, dass deren Navigationssystem mehr oder weniger nicht funktioniert. Ähnlich ja, wie beim normalen Navigationssystem. Dir fehlen ganz einfach die Eckdaten im Leben, um durch dein Leben zu navigieren. Im Prinzip fängt das Ganze so an, woher kriegen wir unsere Eckdaten? Wenn wir geboren werden, kriegen wir die Eckdaten hauptsächlich aus der Datenbank von unseren Eltern. Da wird ja festgelegt auf der Welt, Eltern, das sind die, die dich beschützen. Jetzt nehmen wir hier als Beispiel, der Vater ist jemand, der die Familie beschützt. Wenn jetzt die Tochter vom Vater missbraucht wird, dann stimmen diese Daten nicht mehr. Diese Eckdaten, das ist der Beschützer, stimmt für diese Tochter nicht mehr. Die kann damit nicht umgehen. Also das ist, von dem allein wirst du vielleicht noch gar nicht depressiv, aber meistens, wenn sowas passiert, da sind ja auch viele andere Sachen in deinem Leben, in deiner Umwelt, in deinem Milieu auch nicht ganz stimmig. Und so passieren dann eben viele Sachen, wenn du irgendwo betrogen wirst. Jemand verspricht etwas, dann findest du dich an einem ganz anderen Punkt wieder. Damit kannst du nicht umgehen. Dir fehlen dadurch die Eckdaten. Und wenn das halt in der Kindheit passiert, und ich glaube, bei fast allen Menschen, mit denen ich mir irgendwie so näher im Kontakt war, beruht es darauf, dass denen irgendwo die Eckdaten fehlen. Wir sind super, wir sind starke Menschen, mutige Menschen, gehen trotzdem vorwärts, egal ob wir missbraucht worden sind, misshandelt worden sind, missachtet worden sind. Aber dieses Fehlen der Eckdaten ist ja ein riesiges Problem, wenn du dich durch dein Leben navigieren möchtest. Das ist das Gleiche, wenn ein Navigationsgerät falsche Daten hat, was Wien anbetrifft, was Berlin anbetrifft, wo Spanien ist oder sonst irgendwas. Dieses Navi könnte ja auch nie den richtigen Weg irgendwo hin zeigen. Und so passiert es bei uns dann, dass wir im Leben immer wieder irgendwo rauskommen, wo wir eigentlich gar nicht raus wollten. Wir finden uns irgendwo in einer Situation und denken, scheiße, das Navi hat wieder versagt. Also wir denken nicht das Navi, man fühlt sich einfach ganz beschissen. Ähnlich war das ja bei mir eben mit meinen Erfahrungen im Isan. Nach dem, was mir da im Isan passiert ist, haben wir ja auch
alle Eckdaten gefehlt, mehr oder weniger. Also im letzten Video, warum ich raus bin aus dem Isan, habe ich das ja alles beschrieben, was mir da passiert ist. Da habe ich mich ja plötzlich irgendwo in einer Situation gefunden, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich bin, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Und das große Problem ist eigentlich nicht nur, wie ich da hingekommen bin, ich hatte ja, weil mir die Eckdaten fehlen, keine Ahnung, wie ich da jemals irgendwo wieder raus sollte. Ich hatte keine Ahnung. Und ich glaube, so geht es vielen, dass du keine Ahnung mehr hast, wo du dahin oder wie du dahin kommen könntest, wo du hin möchtest. Und das endet dann halt irgendwie in Hoffnungslosigkeit, das drückt dich nieder, dann bist eben bedrückt, quasi eben deprimiert irgendwann einmal. Dann verlierst eben die Lust zu leben, weil da, wo du bist, willst du ja nicht leben, das findest ja nicht lebenswert und so weiter und so fort. Also so ist das bei mir dann eben gegangen. Das ist da im Endeffekt oftmals so egal, was, weil du weg möchtest. Ich habe damals meine Frau einmal gefragt, nicht wie ein Borderliner, weil ich die damit erpressen wollte, sondern ich habe die echt gefragt, was die davon denkt, wenn ich mich, also ich habe damals auf der Farm gewohnt und da war so ein Eisenträger oben quer durch die Hütte, was sie darüber denken würde, wenn ich mich da aufhängen würde, weil es mich interessiert hat, was die denkt, also nicht, weil ich die erpressen wollte, weil ich dachte mal, ja, ich glaube, das wäre ein guter Ausweg irgendwie, also du bist ja am Gedanken mit dem und ja, dazu gekommen bin ich ja überhaupt eigentlich, weil dann schaust du ja auch auf YouTube und so weiter irgendwie, da hatte ich eine Doku gesehen von so einem ehemaligen deutschen Zuhälter auf St. Pauli in Hamburg, der hatte sich aufgehängt. So im Boxkeller von der Ritze, glaube ich, in Hamburg auf der Reeperbahn, da haben die, glaube ich, irgend so einen Keller, da hat der eigentlich früher mal, der hat nicht als Zuhälter angefangen, sondern als Boxer. War halt, weil der halt Boxer war, glaube ich, ein guter Zuhälter, weil die sich damals halt da prügeln mussten und so weiter. Und irgendwie ist halt alles nicht mehr wie damals, keine Ahnung, die Russenmafia oder die Balkanmafia, alles übernommen. Und irgendwie war der wahrscheinlich halt auch depressiv, aus irgendeinem Grund, ich weiß es ja nicht, auf alle Fälle hat der sich im Boxkeller aufgehangen. Und ich fand das eigentlich cool. Ich dachte mal, der hat seinen Spirit da von sich gehen lassen, wo er eigentlich irgendwie mal glücklich war, weil ich denke, beim Boxen war der wahrscheinlich noch glücklich, ne? Und die ganzen Leute, die da interviewt worden sind, fanden das voll assi, voll abscheulich, ekelhaft, die haben voll schlecht über den gedacht, schlecht über den geredet. Ich dachte mir, ey, der Typ ist tot, ihr haut ja noch auf einen Toten ein irgendwie. Ja, letztendlich, meine Frau hat im Endeffekt ähnlich gedacht, die hat da gesagt, hey, bist deppert, kannst du nicht aufhängen, was soll das hier, und du denkst überhaupt nicht an Mama, Papa, das Land ist danach nichts mehr wert. Ich dachte mal, Alter, so, vor allem wenn du das Video kennst, also das gehört ja der Ex-Frau von meinem Kumpel, dachte mal, das ist für mich das wenigste Problem, ob die jetzt dann ein Land hat, das weniger wert ist im Endeffekt. Aber du denkst darüber nach gar nicht mehr mit so, soll ich irgendwie, es ist da einfach wurscht. Und wenn du jetzt in so einer Situation bist, dann denkst du darüber nach, wie kommt es zu der Situation, warum fühle ich mich so wertlos, wie ich bin. Und da ist mir eine Situation von meiner Kindheit eingefallen, die auch sehr stark dann eben zum Wandel beigetragen hat bei mir. Und zwar, ich habe trotzdem meinen Vater, trotz allem, was passiert ist, eigentlich geliebt. Er war ja für mich der Held in der Familie, weil von denen hat es nie Dresche gegeben. Während ja meine Mutter mich ja brutalst misshandelt hat. Also es waren brutalste Schläge jede Woche. Also da gab es keine, glaube ich, 4 Tage am Stück, wo es nicht brutal, also nicht eine Ohrfeige. Ohrfeigen gab es eh täglich, aber wo ich nicht brutalst verdroschen worden bin. Und ich habe ja eben meine Mutter gehasst und da überhaupt, ich wollte ja nur weg. Und ich kann mich erinnern, ich habe meinen Vater einmal gefragt, das war im Keller da von dem Wohnblock, wo wir gewohnt haben, Volkshausplatz 7 in Fürnitz, habe ich einmal meinen Vater gefragt, da war der auch im Keller, da habe ich den gefragt, warum er die Mutti geheiratet hat. Weil meine Mutter ja meinen Vater offensichtlich ja auch voll gehasst hat, weil wenn der Vater nicht da war, hat der die 80% meines Vokabulars, warum ich vielleicht ja heute noch so fäkale Ausdrücke verwende, ich bin ja aufgewachsen, meine Mutter hat ja nur
wenn der Vater weg war, die Drecksau, das Arschloch, das Schwein, der braucht gar nicht mehr nach Hause kommen, die Drecksau, am besten würde er verrecken, die Sau irgendwo. So bin ich aufgewachsen. Es ist ja schwer irgendwie, es ist wirklich schwierig, eine andere Sprache zu adaptieren. Und so, also meine Mutter hat eben meinen Vater sehr gehasst und dann habe ich eben meinen Vater gefragt, warum er sie geheiratet hat, weil ich habe ja das auch nicht verstanden, weil ja trotzdem mein Vater, ich wäre gern bei meinem Vater geblieben, weil, wie gesagt, eben keine Dresche. Es kann sich, können sich vielleicht viele Menschen, wenn du nicht körperlich brutalst misshandelt worden bist, ich glaube, dann fehlt da überhaupt das Verständnis, wie sowas ist. Das hat nichts mit einem Unfall zu tun, wo du Schmerzen hast. Das ist ganz eine andere Dimension. Und mein Vater gab mir zur Antwort, ich habe das da, ich weiß nicht, war vielleicht 19 Jahre, aber ich habe das schon gecheckt irgendwie, der sagt, weißt du, Helmut, ich war früher schon mal verheiratet und da war ich mit einer hübschen Frau verheiratet. Und ich hatte einen Motorradunfall, kam ins Krankenhaus und wo ich aus dem Krankenhaus, der zu mir, na so hat er gesagt, wo ich im Krankenhaus war, da hat sie daneben gehauen. Da habe ich damals schon gecheckt, daneben gehauen, habe ich gewusst, okay, das ist irgendwas mit Betrügen da irgendwie. Stimmt das nicht? Also er hat das ja gesagt, wo er rauskam aus dem Krankenhaus, da war dann ein anderer Mann da. Und die Erklärung für meinen Vater war, weißt du, weil eine hübsche Frau hast du nie alleine. Deswegen habe ich deine Mutter genommen. Der hat es zwar, ich weiß es nicht, hat er das so gesagt oder habe ich es als Kind eben dann nur so für mich wahrgenommen? Die ist fett, die ist hässlich, die, das hat er gesagt, das kann ich mich noch erinnern. Die bleibt, die gehört für immer mir. Da habe ich gesagt, dann nehme ich deine Mutter, weil die gehört für immer mir. Vielleicht das mit dem hässlich und fett habe ich, glaube ich, selber dazu gedichtet. Oder ich weiß es nicht, oder hat das auch gesagt. Aber auf alle Fälle, so empfindest du, so wurscht, was gesagt hat. Du empfindest das so als Kind. Und auch wenn du deine Mutter hast, das war noch, Alter, das war irgendwie noch schlimmer als davor. Also die Erklärung war, du fragst dich ja so richtig, fuck, wo komme ich denn überhaupt her? Also du merkst, du bist überhaupt kein Kind der Liebe. Du bist ein Kind, ja, weil die fette Sau, die bleibt bei mir, die gehört mir, lass mal Kinder machen, irgendwie so. So, das ist mir halt da auch eingefallen, Imisan und so weiter. Und weil ich selber Kinder habe, habe ich mir, ist, irgendwann shiftet das ja rum und ich dachte mir, wenn ich mich hier aufhänge, jetzt wachsen meine Kinder eh auf, wahrscheinlich von ihrer Mutter gesagt, entweder, dass es mir nicht gibt, wie das bei ihr selber war, die hat ja nicht gewusst, wer ihr Vater ist, weil die Mutter sie angelogen hat, überhaupt wie der Vater heißt und so weiter. Jetzt dachte ich mir, entweder sagt die eh, mich gibt's nicht, mich hat der Storch, oder die sind vom Storch gekommen, oder wie immer, oder wenn die denen was sagt, dann sagt die denen sicher, dass der Vater das größte Arschloch ist, und was der für eine Drecksau ist, und für ein verantwortungsloses Schwein, und na Schwein, so Sachen würde die nicht sagen, die war gut in der, also die würde so primitive Sachen, aber so das ja Arschloch würde sie sagen. Und da dachte ich mir, und wenn die irgendetwas von mir haben, dann wollen die vielleicht trotzdem mal wissen, wo die herkommen, und wenn die dann rausfinden, der Vater, die Mutter erzählt eh was, der für ein Arschloch ist, und dann hängt er sich irgendwo in Thailand hier auf, noch mit einem Stereotyp unter den Nutten, ist er zu den Nutten abgewandert und hat sich unter den Nutten da aufgehängt. Da dachte ich mir, boah, das ist keine Lösung. Da habe ich für mich rausgefunden, das ist nicht der Sinn meines Lebens. Egal, was ich jetzt im Moment fühle, das kann nicht der Sinn meines Lebens sein. Und aufhängen oder mich selbst umzubringen, wird in meinem Leben einfach nie mehr ein Thema sein. Es war einfach wirklich so die Einsicht daraus, dass ich mir dachte, ne, egal, auch wenn meine Mutter zweimal die Woche über mir stand, mit einem Teppichklopfer auf mich eingedroschen hat und gesagt hat, dass ich ein Schwein, ein Arschloch, eine Drecksau bin, dass mich alle hassen, dass mich niemand liebt, dass mich nie jemals lieben, jemals jemand lieben wird, weil ich ein Arschloch bin, eine Drecksau, ein Schwein, weil sie mich hasst und weil alle Welt mich hasst und so weiter. Ich dachte mir, scheißegal auf das alles, vielleicht ist die fette Sau, na, meine Mutter, liegt die ja falsch. Und das war eigentlich so ein, wie soll ich sagen, ein Tag oder der Moment, das ist nicht so ein kurzer Moment, die Erkenntnis kommt ja vielleicht über eine Stunde, wenn du darüber nachmeditierst oder singst und so weiter. Und da ist es für mich eigentlich gekommen, wo ich mir für mich gedacht habe, egal, ich glaube auch für jeden anderen Menschen auf dieser Welt,
Der Sinn kann nicht sein, dass du dich umlegst, egal wie es ist. Das ist nur, da vererbst du das nur an deine Kinder irgendwie weiter. So wie mein Vater das an mich weiter vererbt hat mit seiner Aussage, Alter, die war, ich lache heute darüber, aber als Kind lachst du nicht. Als Kind guckst du den Vater an und denkst dir, aha, die fette Sau bleibt für immer meins, okay, cool. So bin ich entstanden irgendwie. Und das vielleicht ja auch, da fehlt da ja schon wieder wirklich, da fehlen da ja wirklich Eckpfeiler in deiner Datenbank dann eigentlich. Warum gibt's mich, warum soll ich überhaupt wertvoll sein und so weiter und so fort. Ja, und damit hat ja auch das angefangen, also so wie gesagt, bei mir war das ja eben im Isan damals. Und da war für mich auch klar, da will ich nicht mehr sein. Also ich wusste nicht wohin, dein Navi funktioniert ja nicht, aber ich wusste irgendwo hinweg. Kohle war ja auch schwierig, weil Farm eben weg, alles weg, Einkommen quasi fast auf null im Internet. Zum Leben zu wenig, wirklich zum Sterben zu viel. Ja, zum Sterben wahrscheinlich echt noch zu viel, aber zum Leben auf alle Fälle zu wenig. Dann habe ich eh erzählt, wo ich da Ausbildung gemacht habe oder den Teffelkurs gemacht habe. Damit hat die Veränderung schon einmal stattgefunden. Aber das war eben wirklich aufgrund dieser Erkenntnis. Und ich würde jedem raten, finde die Erkenntnis, dass das Leben nicht darin bestehen kann, dich umzubringen und schon gar nicht im Suffer, also im Leid zu leben. Ich glaube, das ist für keinen Menschen, das ist wie der Watzlawick, nicht der Watzlawick Paulus, das hat der Viktor Frankl gesagt, für jeden Menschen, für jeden, da gibt es irgendeinen Sinn im Leben, der darauf wartet, dass du ihn erfüllst. Und der kann nur von dir erfüllt werden und von sonst niemandem. Und weil es wäre einfach viel zu traurig, wenn das Leben, so wie es ist, keinen Sinn hat. Es geht darum, um die Attitüde, um die Attitüde, die man dazu entwickelt, zu seinem Schicksal. Und ich meine, der Viktor Frankl, der hat das KZ überlebt und ich glaube, der hat mindestens genauso beschissene Situationen im KZ erlebt, wie ich in meiner Kindheit. Zumindest habe ich das aus seinem Buch herauslesen können. Und es geht einfach um die Attitüde, es geht um deine Einstellung, es geht um dein Mindset, das du dazu entwickelst, zu dem, was dir passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Video ist eine halbe Stunde, glaube ich, schon fast, oder auf alle Fälle 20 Minuten oder so. Eigentlich wollte ich auch sagen, wie ich damit umgehe. Jetzt rede ich so lange, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich wollte auch erklären, dass das für jeden irgendwie, wenn du das Video guckst, dass irgendwie, vielleicht hat das irgendeinen Bezug zu deinem Leben, wenn du Probleme damit hast, wie sowas entsteht. Für mich ist das mit Navigationssystem halt irgendwie eine einleuchtende Erklärung. Vielleicht macht es einen gewissen Sinn für dich. Ich glaube, ich habe gelogen, also am Anfang des Videos, ich habe gesagt, wie ich damit umgehe. Ich glaube, ich würde jetzt noch eine Stunde oder eine halbe Stunde reden, wie ich damit umgehe. Ich mache dafür ein neues Video, wirklich. Und wenn dir das bis jetzt geholfen hat, dann hilft dir auch das nächste Video. Wenn du glaubst, das Video macht Sinn für dich, es hat dir irgendwie geholfen, es ist irgendwie sinnvoll für dich im Leben, ich freue mich über einen Daumen hoch. Du kannst das Video gerne auch irgendwo teilen, wenn du glaubst, du kennst Bekannte, Freunde oder sonst irgendwie, denen das irgendwie eine Hilfestellung bieten könnte. Wenn du den Kanal abonnierst, dann kriegst du eben eh Bescheid, wenn ich das nächste Video dann eben rauslasse. Vielleicht mache ich das eh gleich heute noch. Na, heute mache ich es nicht. Heute fahre ich zum Waisenhaus hin und fahre mit denen zum, bekoche die ein bisschen und so weiter und spiele mit den Kindern da. Ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Speziell würde ich jedem raten, wenn es da selbst scheiße geht, versuche jemand anders trotzdem zu helfen. Mach den Abonnier-Button, klick die Schelle daneben an, dann kriegst du eben Bescheid, wenn ich das nächste Video rauslasse. Und im nächsten Video erkläre ich dann, wie ich damit umgehe, was meine Schritte sind, weil das ist wirklich sehr, das wäre vielleicht zu lang, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich habe da echt eine super Methode, einen super Weg gefunden, wie man damit umgeht. Nicht, dass man sagt, scheiße, keine Psychiater, keine Psychotherapie, wenn die zusätzlich machst, alles klar, alles super. Ich will nicht, dass irgendeiner denkt, was ich hier sage, dass die Wissenschaft der Schatz ist, weil alles, was ich sage, habe ich ja aufgrund vom Wissenschaftlichen. Ich meine, der Viktor Frankl ist
Psychiater, der Václavik Paul ist Psychiater, auf die ich mich berufe, von deren Aussage. Also die Wissenschaft ist super. Nicht, dass jemand irgendwie die Idee kriegt, ich sage, die Wissenschaft ist scheiße in der Psychologie. Es ist nur die Art und Weise, wie im Großen und Ganzen behandelt wird, das ist übelst. Nicht die Notfallmedizin, aber halt dann später, ich habe das Gefühl, die Psychiater wollen einfach ihre Patienten nicht verlieren, weil es ihre Einnahmequelle ist. Das ist wirklich mein Gefühl, was ich in den Foren, wenn ich schreibe, aha, jetzt bist du schon 6 Jahre in der Therapie, denkst nicht, dass jetzt dann irgendwie mal was besser sein sollte und die Leute geben mal direkt einen Shitstorm zurück, hey du Idiot, was denkst du, Depression hat man ein Leben lang und 6 Jahre ist ganz normal und ich denke mal, das Mädel ist 23, die hat angefangen mit 17 Jahren, also wie lange willst du therapieren? Für mich denke ich mir einfach, also ohne dass ich jetzt urteilen will, weil ich die Situation nicht kenne. Gibt auch verschiedene vielleicht, die wirklich körperliche Störungen haben, dadurch eine falsche Hormonausschüttung haben. Also deswegen habe ich auch gesagt, es gibt sehr viele verschiedene. Was ich rede, ist eben von der Depression, wenn du durch das in eine Depression kommst, weil da eben die Eckdaten für deine Lebensnavigation irgendwo fehlen. Ich freue mich wirklich, dass da für die Leute, die bis zum Ende eben hier dieses Video angesehen haben, also für dich speziell, dass du dir es bis zum Ende angeguckt hast. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen alles, alles Gute. So, hey, jetzt bin ich noch einmal hier und zwar, die Kamera hat sich abgeschalten, weil das Video eben eh schon zu lange war und irgendwie beim ich wünsche alles Gute was aus, bevor ich Servus sagen konnte, deswegen jetzt noch einmal Ciao und Servus, bis zum nächsten Mal, alles Gute.